Tagchen und Glück auf! Hier geht's jetzt wieder weiter! Mit den Expert-Levels. Und dann können wir auch nicht mehr weiter runter scrollen. Also noch 18 Level. Auf geht's! Hatte kurz eine kleine Testaufnahme. Da habe ich kurz einen anderen Charakter genommen. Der hat sich aber komischerweise anders verhalten. Da hatte ich, den Ninja genommen. Und der hatte irgendwie... Der hatte irgendwie einen Sprung-Delay. Also wenn ich gesprungen bin... Gespringen gedrückt hatte... Ist ja nicht gesprungen, sondern 2 Sekunden später. So ungefähr. Ah, verdammt. Mann. Das lief doch gerade so gut. Und dann verkacke ich's. Geh doch daran! Geh doch daran! Ah, verdammt. Schlechtes Timing. Ah, zu weit rüber. Was war denn das zum Geräusch? Das hatte ich schon eben schon mal gehabt. Ah, verdammt. Oh. Er kommt nicht hoch genug. Ich muss später zur Seite. Ah, verdammt. Komm, komm, komm. Jetzt aber. Nein! Verdammt! Ich habe die Chance nicht genutzt. Immer Chancen nutzen, die man kriegt. Ja, bla. Lebensweisheit. Das war schlecht. Das war so nicht beabsichtigt. Das war so erst recht nicht beabsichtigt. Und so schon gar nicht. Jetzt aber... Ja. Nein. Danke. Für dieses Level-Design. Heißt, ich darf... Oh. Darf da also nicht anhalten, um mich da kurz mal zu orientieren. Am besten, ich versuche mich da auf die Plattform zu retten. Mach doch, Junge, mach doch. Nein! Das ist schon wieder dieses Geräusch gewesen. Das kommt doch sonst nicht. Und schon wieder. Was ist das? Das Geräusch habe ich vorher noch nie gehört. Beziehungsweise... Hat er mich doch noch getroffen? Scheiß Teil. Und schon wieder. Woran erinnert mich dieses Geräusch? An irgendwas erinnert mich das. Halt dich doch an das scheiß Laufband da fest, Mann. Kann sich mal entscheiden, entweder zu stark oder zu schwach. Geh aus zur Seite, blöde Maus.
Nein! Nein! Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Ah, zu früh! Und jetzt hoch mit ihr! Erstmal zur Seite. Ja, zur Seite. Du, so Wand abspringen und so, dürftest du eigentlich kennen. Oh Mann, wie das Level, wie das Spiel mich manchmal fertig macht. Mach ich's halt so. Wie ich mal wieder nichts geschissen kriege. Och man, hättest du da nicht jetzt... Es ist ein Geduldsspiel sondergleichen. Oh, 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 oh. Ach du grüne Neune. Okay. Warum habe ich jetzt so lange dafür gebraucht? Geil! Wisst ihr was? Der wird sofort gespielt. Boah, Mann! Tankman! Hey, Steve! Oh, das ist der Captain? Oh, ich muss unten lang. Macht zwar keine Dings, aber er ist cooler als alle anderen. Okay, ich dachte, es wäre so ein Zugband. Aber das war kein Zugband. Unbedingt Tankman auf YouTube angucken. Sehr zu empfehlen. Ziemlich witzig. Hat auch hier True Blackie mal gedubbt. Der hat ja seinen Kanal, denke ich. Leider gelöscht, warum auch immer. Und ich, warum auch immer ich jetzt direkt in die blöde Salzkanone reingesprungen bin, weiß ich nicht. Komm's. Du bist der Beste. Du bist der coolste Charakter in diesem Spiel. Noch cooler als Meat Boy. Oder Dr. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Oder Dr. Fetus. Warum gibt's hier Steve oder den Captain nicht bei Super Meat Boy?
Oh Mann. Wupp, wupp. Komm. Also, das Level fand ich jetzt relativ entspannt. Außer ich verkacke es jetzt. Oh, Mann. Sag nichts bei solchen Stellen. Es bringt Unglück. Oh, ich war da schon durch, im Prinzip. Ah, tolles Timing. Schneller mit dir. Hoch mit dir. Ah, oh, jetzt verkacke ich an der Stelle schon. Komm. Alter, das Level ist hier wirklich nicht schwer. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Und die Steuerung darf auch nicht verziehen. Und man muss auch auf das Timing achten. Dann wird das schon. Ja, das Timing. Wupp, wupp. Ey! Das Spiel ist nicht dafür gedacht, dass man anhält, eigentlich. Ah! Ist ja eigentlich so, bei, zumindest bei Super Meat Boy wird ja Geschwindigkeit belohnt. Und je schneller man durchs Level kommt, umso einfacher ist es. Also denn fügt sich das die Geschwindigkeit sozusagen, oder das Level ist der Geschwindigkeit angepasst. Also extra so designt, dass man eigentlich durchrushen kann, wenn man es kann. Wenn man ein bisschen Skill hat. Okay, es gibt auch Level, da muss man anhalten, da haben sie es mit Absicht so gemacht, um ein bisschen... Nein, jetzt aber... Nein, ich bin rübergesprungen! Ich hab vergessen, was ich gerade gesagt habe. Yeah, wie ich das mag. Ja, das geht wunderbar. Jetzt bloß nicht verkacken. Bitte nicht verkacken. Nein, ich hätte einfach durchspringen können. Ich habe nicht dran geglaubt, dass man weit genug springen kann. Aber eigentlich müsste ich es wissen, dass man es kann. Also noch ein Durchgang. Wow, das war knapp. Wow. What? Was war denn da jetzt der Fehler? Bin noch auf der Plattform von Bandage Girl eigentlich gelandet. Ah, verdammt. Ah, ich komm nicht. Dieses Level ist absolut nicht schwer, trotzdem verkacke ich's. Irgendwie macht mich das Spiel echt fertig. Da war ich ein bisschen zu schnell, zu voreilig mal wieder.
Ich finde Super Meat Boy einfacher. Ich finde Super Meat Boy viel einfacher. Boah, jetzt hat er sich da festgehangen. An der Wand. Du solltest da nicht ran. Mann! Jetzt geht alles schief. Du bist aber kein Chief, du bist Captain. Und nein! Blöde Scheißsteuerung, ich hasse das. Ist das Pech? Bin ich scheiße? Ich bin scheiße und hab Pech. Das ging ein bisschen sehr glatt. Das auch. Ah, geht doch. Ah, ich hatte sie doch schon mal berührt gehabt. Ah, der ist ja weitergelatscht. Schwein. So, was haben wir hier? Wo bin ich denn? Ah. Free Fall Down oder was jetzt? Und wo geht's hoch? Hä? Da ist jetzt die Frage, wie komme ich denn da in die Lücke rein? Hier weiß ich's, aber... Wow. Wow. Hey! Hey! Die Steuerung ist absolut nicht für so eine Scheiße ausgelegt. Mann, das gibt's schon nicht. Hallo? Der will nicht mehr. Das war schlechtes Timing. Und das war direkt in die Tod springen. Und das war schlecht. Wow. Nein! Ah, ich war im Prinzip auf der Zielgeraden. Nein! Füge dich dein Schicksal! Hallo, springen. Nicht in den Tod springen, sondern...
Timing. Da hätte ich kurz springen müssen. Durch diese blöde Lücke dazu kommen ist nicht sonderlich einfach, wenn der nicht springen will. So, warten, bis die blöden Leuchtsteine bereit sind. Ah, Mist, da bin ich schon in die Lücke da geraten. Konnte dementsprechend nicht mehr hochspringen, als das Ding da kam. Als die Lavakanone mich abschoss, wie gerade eben auch. Und jetzt bin ich sogar da schon gestorben. Und Mann! Ah, lass mich einfach runter. Ah. Warum ich gerade Mu gemacht habe, weiß ich selbst nicht. Vielleicht wollte ich damit signalisieren, dass ich ein totales Rindvieh bin und das verkackt habe, aber es hat oben gerade ein bisschen geruckelt. Komm, Leuchtsteine! Ah, jetzt fängt der Scheiß wieder an. Ich war da schon auf der anderen Seite. Ich war da schon. Einfach nach oben. Geh doch einfach nach oben. Lass dich nicht aufhalten. Habe ich schon mal gesagt, dass mich die Steuerung manchmal richtig nervt? Ich hätte nicht springen dürfen an der Stelle. Ich hätte erst unten springen dürfen. Leuchtsteine und jetzt rüber. Das Spiel regt mich auf. Ich bin zu früh. Bin ich einfach nicht. Ruckler! Mann!
das Spiel ist schon schwer genug, auch ohne Rückladen. Mann! Das gibt's doch nicht. Ah, der war doch schon vorbei. Warum? Das Spiel ärgert mich. Das Spiel ärgert mich. Och Mann! Kann doch nicht sein! Hätte ich ja eigentlich rüber gekonnt gerade. Alter! Wie leicht soll ich denn das noch anstupsen? Er ist noch da, ja, natürlich. Ich war doch schon drüben. Ist doch kacke. Also ich spiel mal entscheiden hier. Na, das Spiel kann sich kein bisschen entscheiden, was machen will. Auch die Steuerung nicht. Und ich schon gar nicht. Oh.